Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing und ich bin Spezialist für die Neukundengewinnung in der IT-Branche. Heute möchte ich mit dir gerne mal über die fünf Faktoren sprechen, die ich als Service Provider bzw. IT-Dienstleister beachten würde, insbesondere in der aktuell vorherrschenden Krise, um sehr gut durch die Krise zu kommen, um sogar stärker aus dieser Krise dann wieder zu sein. Also wenn diese Krise überwunden ist, danach sogar noch stärker zu sein als wie vor der Krise. Punkt Nummer 1. Man muss sich erstmal klar machen, ohne Neukunden schrumpft die Kundenbasis automatisch. Das gilt insbesondere in Rezessionsphasen, sprich in etwas komplizierteren Wirtschaftsumfeld, so wie wir es jetzt haben und eventuell in den nächsten Monaten haben werden. Zweiter Punkt. Wenige große Bestandskunden tragen immer ein Klumpenrisiko mit sich. Viele IT-Dienstleister und Service-Provider sind einfach organisch gewachsen. Ich erlebe das immer wieder. 20%, 80% des Umsatzes machen nur wenige Kunden aus, ein bis zwei Kunden. Wenn diese mal ihre Budgets zurückfahren, ihre Budgets völlig überraschend einschränken, dann hat man hier ein sehr, sehr hohes Klumpenrisiko. Dritter Punkt. In Zeiten des Booms werden Neukundengewinnungen und Markenaufbau sehr stark vernachlässigt. Ich sehe das, ich habe diese Erkenntnis gewonnen aus einer Vielzahl, also von Hunderten von Gesprächen mit IT-Dienstleistern, Systemhäusern, Infrastrukturspezialisten, IT-Experten, Unternehmen ab 2 Mann, Größenordnung bis 50 Mitarbeiter, die sich nur sehr wenig oder überhaupt gar nicht über den Markenaufbau, über Marketing, grundsätzlich über das Branding Gedanken gemacht haben, noch über die Neukundengewinnung, denn man hat hauptsächlich über Mundpropaganda immer wieder neue Kunden gewonnen. Und die Bestandskunden waren vermeintlich sicher, auch aufgrund der Niedrigzinspolitik der letzten Jahre. Vierter Punkt. Umsatzlücken können kurz- bis mittelfristig nicht ohne eine dauerhafte Strategie und Maßnahme für Neukundenakquise überbrückt werden. Es ist ganz klar, dass wenn ich dann mal Umsatzeinbußen überraschend kurzfristig habe als Unternehmer, als IT-Dienstleister, dann fehlt mir die Pipeline. Dann fehlt mir die Pipeline, die mit potenziellen Neukunden gefüllt ist, um diese Überbrückung hier stattfinden zu lassen. Fünfter Punkt. In Zeiten einer Rezession kann dir eine fehlende Pipeline, von der ich gerade ja auch gesprochen habe, wirtschaftlich das Genick brechen. Es kann wirklich dazu führen, zu einer Negativspirale, dass du letztendlich dieses Umsatzloch, das dann entstanden ist, nicht schnell genug schließen kannst, wenn dir diese Pipeline fehlt. Daraufhin du Leute entlassen musst, also Mitarbeiter, vielleicht sogar sehr gute Mitarbeiter und eine Negativspirale beginnt, die dein Business schrumpfen lässt, ja, bis hin zum Konkurs. Daher rate ich dir von ganzem Herzen, lass uns doch mal telefonieren. Vereinbaren wir doch mal für eine Viertelstunde, halbe Stunde, eine Stunde lang biete ich an. Ein unverbindliches, kostenloses Beratungsgespräch zum Thema Neukundenakquise, wie du jetzt und gerade jetzt in der aktuellen Situation der Krise Neukunden gewinnst, die richtigen Neukunden, zahlungsfähige Neukunden. Und hier würde ich mich außerordentlich auf ein Telefonat mit dir freuen. Klicke einfach hier unten auf den Link zu meiner Webseite. Dort findest du auch eine Möglichkeit, dich einzutragen,
mich anzurufen und vielleicht noch ein paar Sachen über mich zu erfahren. Und dann würde es mich wirklich sehr freuen, wenn wir uns auf der anderen Seite wiedersehen. Daumen hoch, bis dahin. Wie gesagt, ich freue mich auf unser Gespräch. Bis gleich.